Liebe Steinefreunde, willkommen in meiner Noppensteinwelt. Und heute präsentiere ich versprochen von Wang das French Architecture House. Ja, French Country Lodge heißt es genau. French Country Lodge. Ja, so sieht für ein Chineses aus. Das blaue Dach, ein bisschen komisch, aber cool. Ja, die ist so ein paar französisch und schön gemacht, schöner Boden. Und ich bin gespannt. Das werde ich euch zeigen und natürlich, wie immer, werde ich jetzt hier die Steine verteilen. Nach dem Intro geht es gleich los, damit ihr da nicht lange warten müsst. Und ich bin gespannt, wie weit ich heute Abend komme. Bleibt dran und schaut zu. Schön seid ihr dabei geblieben und wir machen jetzt gleich uns auf den Zug, hier dieses Wange Pariser Haus zu bauen, auf French Haus. Weiß nicht, warum es Paris ist, nicht ein Pariser, nein, ein französisches Haus. Was kommen wir dazu? Zuerst hatte ich so Freude und hatte gedacht, ja, die machen es richtig. Ich brauche ja nicht die Steine in Säcke, sondern schön konstruiert, also dass alle gleichartigen Steine in einem Säckchen sind. Die ersten zwei Säcken waren so und dann plötzlich kunterbunt gemischt, wie bei allen anderen. Ich verstehe es einfach nicht, weil die lassen da die Steine raus und warum verkomplizieren sie das? Da können sie einfach ganz einfach die Steine von der gleichen Sorte oder gleichen Art in eine Tüte tun und wir hätten da viel schneller das aufzubauen, weil in diesen gibt es keine Säcke. Nein, da erhält ihr alle Säcke aufeinander und dann könnt ihr bauen. Und das Interessante ist, die Anleitung ist ja ehrlich dünn. Die ist sehr dünn. Also die ist gesamthaft, da hat es noch drinnen. Da wird es noch dargestellt. 27 Seiten. 27 Seiten des Hauses. Aber ihr müsst es anschauen. Hier, bei zweiten Schritt, da werde ich gefordert sein. Da ist alles hinterlegt, wie ich es hinterlegen muss. Ist fast ein Mosaik. Das wird interessant. Was cool ist von der Anleitung, das, was ihr schon gebaut habt, seht ihr dann weiß. Von dem her, coole Sache. Freue ich mich. Und mal schauen, ob ich das in einmal durchbringe, das ganze Häuschen. Sollte ich eigentlich. Ja, schauen wir mal. Ja. Und damit ihr da nicht so lange warten müsst, wenn ich das aufbaue, machen wir das wie immer im Schnelldurchlauf. Top, die Wette quillt. Ja, jetzt geht's los.
Hier dieses Gebäude. Ja. Dieses Gebäude. Der Aufbau war einigermaßen noch verträglich, ja. War nicht so, dass ich da viel geschwitzt habe. Die Anleitung war auch dementsprechend gut. Ja. Wo habe ich sie? Hier hinten habe ich sie schon hier hinten dran getan. Was das Schöne ist, man sieht genau, was man aufbauen muss. Man sieht genau, welche Steine man verbauen will. Aber es hat auch Herausforderungen. Man muss zum Teil doppelt bauen. Das heißt, unten und oben dran. Und ich habe mich immer wieder verbaut. Das hat man gesehen vielleicht. Mensch, Meier, ja, dann habe ich mich verbaut, weil eben diese Steine oben und unten, habe ich oben angeschaut und dann plötzlich unten, ach, da gibt es ja auch noch zu bauen. Und schon verbaut. Ja. Dann hat man das mal im Auge. Aber mit der Zeit ist das kein Problem. Kommen wir zur Qualität der Steine. Die Qualität der Steine ist gut. Ja, die ist gut, die ist nicht schlecht, sie hält, und aber die Klemmkraft könnte besser sein. Also die Klemmkraft, Vertriebe. Wenn ich jetzt da eine Minifigur nehme und jetzt will die da durch, hat natürlich eine Kappe, ich kann jetzt die Kappe noch abziehen, ja, man sieht, aber ja, ohne Kappe, kommt die durch. Ja? Also mit ganz glatten, das ist ganz knapp, aber mit Knappen schießen, ja. Kappe. Wenn ich jetzt da auf der Seite rein tue, hier, da kommt die Minifigur schon wenig nicht rein. Nein, die kommt nicht. Jetzt habe ich gedacht, nein, zu klein. Ja. Schade. Ich weiß nicht, ob die einfach so sind, dass sie sagen, ja, das ist halt für kleinere Figuren. Schade. Was wir auch noch haben, ist halt hier vorne, kann man direkt wegnehmen. Also das ist eine Konstruktion. Das ist so eine Art, dass es sieht noch aus, hat, aber ich kann es hier nicht richtig reindrücken und so weiter. Weiß ich nicht, was ich hier falsch gemacht habe. So. Jetzt, aber es ist halt abstehend. Also, das Dach. Man kann auch nicht hier richtig damit spielen. Es ist ein Aufbauset. Jetzt muss ich hier aufpassen. Ich weiß nicht, in der Anleitung, da ist ein Fehler irgendwie. Da heißt, man muss hier drauf das tun. Also, das ist das. Das fällt jetzt gleich ab, weil das ist einfach das Schöne, das da dran ist. Aber wenn man es abstellen will, dann fällt es ja weg. Also von dem her. Nein. Hier, das Ganze hier ist so gebaut. Und dann hat es geheißen, drinnen habe ich jetzt nicht die beigen genommen, sondern die schwarzen. Vielleicht habe ich es auch falsch gebaut. Kann so sein, aber das hält hier oben dran und dann kann es nicht wegnehmen. Und diese wären, damit man hier durchspielen kann. Also man kann es hier wegnehmen und könnte dann hier durch, aber ich sag euch, das bringt ja nicht zum Spielen, also da fällt das wieder weg und so weiter. Das ist ehrlich kein Set, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Set für Kinder zum Spielen. Nee, das Dach kann man nicht wegnehmen, die Türen, die Öffnungen sind zu klein. Das Ganze ist so gebaut, dass man einfach, man könnte es hier wegnehmen, aber das bringt eigentlich nichts und das fällt dann immer wieder weg. Was schön ist, ist die Uhr. Was weniger schön ist, ist der Papagei. Der ist in Neon. Ja, ich weiß nicht, warum in dieser Farbe. Also ein französisches Landhaus mit drin. Schön sieht es ja eigentlich aus. Also mir gefällt es. Also es ist ein schöner, schmutziger und vor allem der Preis. Der Preis ist natürlich heiß. Also das sind keine Fenster, die da direkt auch hier ein Fenster drinnen haben. Nein, das sind einfach Öffnungen, aber schön gebaut. Also sieht schön aus. Hier oben dran, auch hier diese, die halten jetzt zum Erstaunen von mir, weil wo ich es das erste Mal gemacht habe, hat es nicht so gehalten. Was schön ist, das ganze Geländer hier, wunderschön gemacht. Auch hier diese Finessen, auch
drinnen auch das Dach, dass es verschiedene Farben hat. Ich sehe jetzt hier oben dran auch, das habe ich jetzt da nicht so fest hingekriegt. Was gefehlt hat, ist dieser Stein. Da hat es einen falschen Stein drin gehabt. Dieser. Und ich habe noch geschaut, wo. Nein, es gibt kein anderer. Das ist ein falscher Stein. Der war dabei. Ganz blöde. Ganz blöde. Ja. Eben, das hier vorne habe ich gesagt. Aber sonst gut. Man müsste etwas drinnen noch bauen. Das ist einfach leer. Ja, es fällt jetzt halt das Zeug weg. Und dran auch komisch gebaut, so eine Öffnung hier. Aber hier kann man wenigstens spielen. Also das ist ja cool. Man kann spielen, man kann drinnen, man könnte hier vom Ximbau zum Beispiel eine Küche reintun oder gewisse Dinge, so wie ein Restaurant. Was schön ist, ist auch hier auf der Seite diese Front so gebaut. Ist wunderbar. Einfach diese sind halt auf einen reingebaut, darum können sie sich da auch, wenn ich nicht ganz fest, kann es das ein bisschen drehen, aber mit dem oben dran ist es gut. Wenn ich sehe jetzt gerade, dass das hier oben dran nicht so fest ist, so, machen wir es fest. Hier dran, das ist irgendwie weggegangen. Ja, jetzt fällt das auch weg. Ja, die Klemmkraft könnte besser sein. Ich muss zuerst sagen, ja, jetzt fällt das auch noch weg. Weg, 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 weg. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Aber warum würde ich euch sagen, trotzdem eine Kaufempfehlung zu geben von diesem Set? Warum? Ja, es hat keine Aufkleber. Nur ein Print drauf, ja? Nein, nicht wegen dem. Nein, es ist ein schönes Häuschen und es hat viele Dinge. Ach, ja, 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 ja. Es hat viele Dinge, die man wiederverwenden kann. Dass das hier nicht so hält, ist wegen der Bautechnik, nicht wegen der Klemmkraft. Dass dies nicht hält hier, ist an dieser Klemmkraft, an diesem Brick. Das ist einfach zu wenig. Und auch hier haben wir halt nur an zwei Noppen. Das ist dann die Bautechnologie. Die Bautechnik, die hier nicht so optimal ist. Es fällt dann einfach immer wieder ab. Und auch diese Teile hier. Aber es sieht schön aus, muss ich sagen. Wenn man das jetzt so aufstellt, drinnen nicht mehr betatscht und so weiter, einfach in der City, ist das super. Und Kosten. Man hält sich von Lego gar nichts. Nee. Und darum trotzdem eine Kaufempfehlung, wenn ihr das seht. Ich würde einfach euch raten, und das werde ich machen draus. Baut etwas Neues draus. Baut etwas Eigenes. Dann kommt das viel besser. Ja, darum Set zweimal kaufen, dreimal kaufen, wenn man es günstig hat, und dann etwas Neues draus bauen. Ja. Und das ist dann meine Idee, aber ich werde das mit dem Freudenhaus verteilen und dann sie wahrscheinlich noch ein weiteres Haus bauen. Und dann kommt dann draus ein neues Haus. Oder zwei. Bis zum nächsten Mal, euer Steinermeister. Besten Dank, dass ihr dabei seid und bleibt dran. Abonniert mich, drückt die Glocke und schon seid ihr abonniert. Oder ihr wisst, also abonniert ihr nicht, ich bin abonniert, aber ihr wisst dann, wenn das nächste Video kommt, verpasst ihr es nicht. Also, bleibt dran, besten Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss. Ciao zusammen.